Es wird für Karl Heger, also Carlos, wird gekocht. Und was ich dabei habe, könnt ihr jetzt gleich sehen. Bleibt dran. Für diesen Rocot Krumpli, wie das auf Transkarpatisch heißt, brauchen wir natürlich Krumpli, also Kartoffeln. Und Markowki, Mohrrüben. Dann auf Transkarpatisch Cibulia, Zwiebeln, Paprika, Eier. Ich habe diesmal Wachteleier dabei, was ganz Besonderes. Nee, ich habe kein Nest ausgeraubt. Ich habe einen selbstgemachten Holzlöffel dabei, mein Du-Star Messer und zum Schluss, zur Verfeinerung, kommt dann hausgemachtes Bärlauchpesto. Als Kochsystem verwende ich den Zebra-Topf mit meiner Erweiterung des Windschutzes, den man hier so ranklemmen kann, und den M71, weil auch Carlos diesen gerne nutzt. So ist alles verpackt, inklusive dem Windschutz mit der Alufolie und dem Gitternetz innen drin. Diese Bohralle eignet sich also ideal als Topflappenersatz und ist ein wunderbarer Striker für den Feuerstahl von Buntbär. Also. Aber das, ich habe es ja nicht vorher gestochen. So, und jetzt wird gleich Wasser aufgesetzt. Dann kommt die Zwiebeln rein. Die Karotten, weil ich am längsten brauche. Die Kartoffeln klein. Die Paprika kommt dazu. Und fertig. Dann müssen wir nur noch 20 Minuten warten. Ein kleiner Trick: Wenn man kein Schneidbrett hat, dann mache ich das so, dass ich nicht bis zu Ende durchschneide, sondern also hier fast zu Ende. Und auf die Art und Weise bleibt alles schön zusammen. Und dann kann man es in den Topf rein oder in einen Deckel rein so schneiden. So, jetzt kocht's. Und da kommt noch ein weiterer Vorteil von dem Windschutz hier, der einseitig ist. Jetzt kann ich nämlich den Henkel runter machen, ohne dass er mir heiß wird.
Und wenn der Wind drehen sollte, kann man einfach den Windschutz in Richtung Wind halt drehen. So, und jetzt schauen wir nochmal nach, was die Suppe hier macht. Ich habe jetzt sonst kein Salz verwendet, nur der Bärlauchpesto und dann halt die Zwiebeln, die Paprika, die Mohrrüben und die Kartoffeln selber haben sehr viel Eigengeschmack. Also Carlos, ich hoffe dir und auch den anderen Aalen in YouTube hat dieses Essen gefallen und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Herzlichen Dank und tschüss. Jetzt esse ich erstmal zu Ende. So, noch ein kleiner Nachtrag. Aufgegessen habe ich. Der Löffel ist jetzt zünftig eingeweiht. Das Do-Store Cutter Jack, quasi Taschenmesser, hat sich gut bewährt als Slicer. Ich bin satt, aber habe noch so viel über. Das reicht fürs Abendessen. Oh Mann, jetzt fangen die da hinten an zu schießen. Egal. Und wenn es jemand interessiert, eben bei dem M71 ist jetzt vielleicht noch 20% drin. Der war jetzt original abgefüllt. Ich habe ihn etwa 40, 45 Minuten durchbrennen lassen für die Eier und dann Wechsel. Und ja, also muss man sagen, das ist wahrscheinlich so ein Notkocher für eine Füllung für ungefähr eine Stunde langt. So, jetzt wird alles wieder verpackt. Es geht nach Hause. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende und tschüss.